Heute schauen wir uns mal das neue Pet Simulator 99 Update an, was unter anderem eine neue Welt, einen neuen Rebirth, eine neue Boss Chest und ein neues Pack beinhaltet. Außerdem halt einen neuen Rank, Tier 11 Potions und Tier 10 Enchantments. Bevor wir beginnen, Leute, rund 80% von euch sind noch keine Abonnenten. Das würde ich gerne ändern, denn gerade in den ersten Minuten nach dem Upload ist es wichtig, dass das Video ein bisschen Interaktion in Form von Aufrufen, Likes und Kommentaren dazu bekommt. Außerdem suchen wir noch aktive Member für den Clan. Also wenn ihr in den Clan wollt, dann schreibt am besten jetzt euren Roblox-Username mit eurem Ich will in den Clan in die Kommentare, damit ich euch einladen kann. Wir suchen nämlich für die Clan-Events aktive Member, weil wir wollen natürlich mit unseren Clan auch ein bisschen was erreichen. Deswegen bitte nur, wenn ihr auch wirklich aktiv an den Clan-Spielen teilnehmt. Okay, ich sehe es schon. Wir werden jetzt als erstes mal in Area 220 reingehen. Okay, ich brauche Rebirth 9 zu Teleport. Wo haben wir denn Rebirth 9? Wahrscheinlich dann hier, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein in die Millionär-World und rebirthen mal. Die Frage ist dann jetzt halt, wo sind wir dann, wenn wir gerebirtht haben? Oder beziehungsweise, ja, wie geht's dann weiter? Ist der Rebirth hier? Ja, der Rebirth ist hier. Let's go, Leute. Rebirth, nein. Wir gehen hin. Grant 99... Grants 99 Level to a Mystery of your Choice. Okay. Das ist jetzt richtig interessant. Das müssen wir gleich mal ganz cool. Damit sind wir jetzt auch Level 99 in der Potion Mastery. Nee, die waren wir schon vorher. Ich würde gerne das hier machen. Also, oh mein Gott, haben wir jetzt eine Potion dafür bekommen? Also, wir müssen da uns mal ganz kurz reinfuchsen. Was ist denn richtig geil? Was haben wir denn hier unten? Zweimal Daycare Speed, zweimal Daycare Loot. Okay. Ich lese mir das mal eben durch und dann gucken wir mal, wofür wir diese Potion... Oder ich denke mir gerade, ist es vielleicht auch... Kann man die Potion traden? Wie viel ist die wohl wert? Wo haben wir die denn? Da unten ist sie. Untradable. Mann, schade. Okay, ich fuchse mich mal eben rein. Schauen wir mal an, welches Mastery wir direkt auf Level 99 machen. Und dann sehen wir uns. Ich glaube, wir gehen vor für Eier, weil hier kriegt man halt 5 Bonus-Edge-Slots. Und die werden halt 30% günstiger. Ja, hier nochmal 3 Bonus-Egg-Slots. Also prinzipiell würde ich sagen, wir gehen tatsächlich auf Eggs. Das Ding ist halt, wir haben halt ganz viele hier, zum Beispiel das Angeln oder so, haben wir halt noch nicht auf 99, aber da wüsste ich jetzt auch nicht, was uns das bringt. Das Beste ist eigentlich wirklich das hier und das hier. Aber das hier können wir so hoch machen, weil das eigentlich relativ einfach ist. Und das hier wäre dann jetzt halt meine Idee, die wir da nehmen können. Ich frage mich jetzt, wie das funktioniert. Wir drücken jetzt einmal auf die Potion drauf und drücken dann auf Eggs. Machen dann 99. Yes, wir haben es. Let's go, let's go, let's go. Level 99, Eggs sind cheaper und wir kriegen mehr. So, okay. Wir werden dann jetzt erstmal weitermachen und mal ein bisschen das neue Update durch. Außerdem, Leute, in diesem Video gibt es noch ein Giveaway. Ich habe es ganz vergessen anzusprechen. Erstmal die Auslosung aus dem letzten Giveaway plus ein neues, weil die Videos in letzter Zeit so insane gut bei euch ankommen. So, wir befinden uns jetzt in der Tiki World. Ich habe den Rest des Updates relativ clean durchgespielt. Wir müssen jetzt 100 Eggs, unser besten Eier aufmachen. Das machen wir jetzt direkt erstmal. Sollte jetzt eigentlich 85. Ich weiß, ob wir die jetzt kaufen können, die extra Egg-Slots, oder ob es noch war. Also zwei Stück sollten das eigentlich easy sein. So, sind wir drin. 100.000 kostet die nächste Area. Wir haben 300.000 jetzt schon gefarmt. Weiter geht's. Make 10 golden pets from best egg. Ja, müssen wir erstmal hier das beste neue Egg aufmachen. Ein paar Mal. Und ja, dann sehen wir uns gleich nach dem Kampf. So, direkt hier hinlaufen. Zack. Zack. Und... Sind sie jetzt Gold? Habe ich es geschafft? Ist das jetzt fertig? You completed the quest. Let's go. Jetzt geht's wieder in die letzte Area. Nervt ein bisschen das Ganze hin und her gejumpe, aber was will man machen? Jetzt müssen wir hier Coin Jars zerstören und ich sehe gerade, wir haben jetzt hier auch noch ein neues Upgrade, was wir kaufen können. Das haben wir natürlich direkt erstmal gemacht. Jetzt müssen wir hier Coin Jars zerstören. Das sollte aber auch easy möglich sein. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Coin Jars, ne? Zwei Stück. Oder drei? Wie viel müssen wir zerstören? 5. Okay, easy. Kriegen wir hin. Vor allem, das ist auch eine von unseren Questen hier. Deswegen ist das gar nicht so bad, dass wir das alles jetzt hier machen werden. Dann machen wir nochmal ein paar und wir sehen uns dann gleich noch. Coin Jars sind zerstört. Nächste Area wird gekauft. Let's go. Pets sind jetzt hier auch schon drin. Was müssen wir jetzt machen? Rainbow Pets from Best Egg. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen hatchen. Danach mache ich die Rainbow Pets und dann sollte das alles eigentlich easy kein Problem sein. Wir sehen uns dann gleich, sobald ich die Rainbow Pets habe. So, wir sind jetzt hier angekommen. Wir müssen jetzt ein paar, ich weiß gar nicht mehr, wie viele davon machen. Wir machen als erstes mal ein paar. Wir schauen mal, wann da unten steht, dass die Quest completed ist. Jetzt müsste die eigentlich completed sein, oder? Earned one star. Haben wir jetzt die Quest da geschafft? Wir machen einfach nochmal ein paar.
glaube, 10 mussten wir machen oder so. Egal, wir machen einfach alle hoch. Haben wir immerhin nochmal ein Rank-Up-Dings gemacht? Haben wir nochmal hier 6 Rainbow Pets müssen wir noch machen? Achso, vom Best Egg. Ja gut, das könnte ein Problem darstellen. Wir haben nämlich nichts mehr vom Best Egg. Gut, wir müssen ja nochmal ganz kurz ein paar Goldene machen. Und dann nochmal ein paar Rainbows. So. Zack. Ah, 15 Goldene nochmal rein da. Nochmal 42 Goldene rein da. Hier nochmal 99 Goldene haben wir auch soweit geschafft. Und jetzt können wir die letzten auch nochmal Rainbow hier machen. 10 Stück. Easy, geschafft. Let's go wieder back und schauen wir mal, was die neue Aufgabe da hinten ist. Ich hoffe jetzt nicht wieder irgendwie sowas wie Eggcatchen oder so. Mich nervt das einfach nur. Ich brauche diese Pets nicht. Aber wir können direkt die nächste Area kaufen. Das ist gut. Wie viele Areas haben wir denn noch vor uns? Oh wow, das ist die vorletzte Area, die wir jetzt hier haben. Hier geht es jetzt als erstes rein. Break 6 Komets. Okay, 6 Kometen müssen wir hier zerstören in dieser Area. Das trifft sich sehr gut. Wir haben nämlich da auch die gleiche Quest nochmal unten. Oh mein Gott, hier ist already irgendwas drin. Was ist denn hier drin? Achso, muss der auch Kometen zerstören, der andere Typ? Und spawnt der auch Kometen gerade? Ja, wir machen weiter. Wir brauchen auch Kometen. Wir hauen jetzt ja auch nochmal ein paar Kometen rein. Warten wir ab. There's already something in this area. Mein Gott, ist das nervig. Okay, jetzt müssen wir Coin Jars zerstören. Da ist auch gerade direkt eins gespawnt. Das ist gar nicht so bad. Vielleicht muss der andere Typ ja auch Coin Jars machen. Da würden wir uns wenigstens dann ergänzen. Gucken mal, wenn er jetzt wieder eins spawnt, dann wissen wir, der andere Typ muss gerade auch Coin Jars machen, der da ist. Hallo? Der andere Typ, der hier ist, der macht einfach gar nichts, okay. Dann spawn halt einfach nichts. Da mache ich halt noch die letzten Coin Jars, die ich machen muss. Juli, haben wir geschafft. Jetzt müssen wir Breakables zerstören. Solange stelle ich mich hier ans Ei, weil ich habe hier ja actually noch nicht die letzten 3. Und dann werden wir die jetzt auch einfach nochmal hatchen, während die ganzen Breakables zerstört werden. Ist das, denke ich mal, gar keine so schlechte Idee. Mal die ganzen Pets. Und oh mein Gott, der ist ja richtig cool, der Bread Sheeper. Fällt mir gerade auf. Sehr, sehr, sehr nice. Wir machen als erstes nochmal ein paar Eier auf und dann geht's. So, dann kaufen wir jetzt die nächste Area. Area 224, die letzte, denke ich mal, die es jetzt sein wird. Und wir sind drin in der letzten Area. Schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Es gibt als erstes das neue Ei. Dann gehen wir jetzt erstmal rein. Oh, der ist so geil. Okay, den möchte ich auf jeden Fall haben. Schauen wir mal. Dann gibt es hier einen neuen Fruit-Dings. Das ist free, okay. Nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir es mit. In 29 Sekunden ist auch die nächste Boss-Chest da. Und im Endeffekt haben wir jetzt das ganze Update durchgespielt. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, den Clan aufzubauen, Leute. Also, schreibt bitte in die Kommentare euren Roblox-User mit. Ich möchte in den Clan, wenn ihr da mit beihelfen wollt, fürs nächste Clan-Event am Start sein wollt, damit wir vielleicht auch mal Top 1, 2 oder 3 der Welt werden können. Auch gerne in den Discord-Server beitreten und es da reinschreiben. Wir sind auf dem Discord-Server auch schon über 700 Leute und würden uns da natürlich auch über neue Leute. Jetzt ist die Boss-Chest hier auch gerespawnt. Die werden wir jetzt erstes auch mal drauf gehen hier. Let's go, alle Pets. Sieht so episch aus, wie diese 10.000 Huge-Pets da drumherum stehen. Und Kravum. Was gibt uns das jetzt? Ah, oh mein Gott, die hat ja actually gar nicht so schlechten Loot drin, sehe ich gerade. Wir lassen die Pets einfach mal hier, weil ich wollte eben mal schauen, wie das denn jetzt abläuft mit den neuen Eggplätzen, die wir ja durch den Rank 99 bekommen haben. Ob man die sich jetzt einfach kaufen muss, wenn wir jetzt hier mal auf Eggmaschinen gehen. Irgendwie? Nö. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert. Wir können hier immer noch 85 Eier aufmachen, obwohl man ja eigentlich 5 extra jetzt bekommen hat. Aber naja, wir haben es jetzt auf jeden Fall Level 99. Die Mastery nimmt langsam Form an. 99, 99, 99, 94. Ja, kriegen wir auf jeden Fall, denke ich, nochmal hin, das gut runter zu. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick in den Exclusive Shop rein. Auf die neuen Pets. Ja, ja. Wieso hat der einen Wert von 3,6B? Hat den schon irgendeiner gezogen und dann für 3,6B verkauft? Scheinbar existieren von den ganzen noch gar nicht so viele, dass die überhaupt angezeigt werden. Aber 1,25% auf den da ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, was gibt's denn hier drin? Hier drin gibt es jetzt gar nichts mehr. Okay, okay, okay. Also, könnte es sein, dass die Huge Pets jetzt wieder extrem im Wert steigen, weil die ganzen anderen Huge Pets jetzt weg sind. Können wir eben schauen, wie viel die jetzt wert sind, dann haben wir mal einen Vergleich. Können wir immer mal wieder drauf gucken zwischen den Videos. Der hier war ja mal eine Zeit lang bei 39 Millionen, ne? Jetzt ist der auch schon wieder hochgegangen. Der ist jetzt bei 109 Millionen. So, und der war mal bei 35 Millionen und ist jetzt bei 43 Millionen. Also ich denke, dass sich die Huge-Pet-Preise jetzt irgendwie wieder richten werden.
dass es irgendwie wieder bessere Zeiten gibt. Und ja, das hoffe ich natürlich als jemand, der jetzt gerade wieder auf Titanic grindet. Und wenn die Huge Pets mehr wert sind, dann kann ich auf jeden Fall besser für Titanics offern als jetzt. Wir müssen jetzt als erstes nochmal das Giveaway aus der letzten Folge aus starten, ein neues Giveaway. Und wenn dieses Video 10 Likes bekommt, dann machen wir nächste Folge auch noch ein neues Forever Pack Unbox. Zwar gab es ja im letzten Video ein Sketch Dragon zu verlosen. Wir geben jetzt als erstes hier das ein, drücken Enter. Hat das jetzt funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt als erstes nochmal hier so und jetzt machen wir hier so. Das sind 16 und drücken wir auf Get Comments. Hat es funktioniert? Perfekt. 19 Leute haben mitgemacht. Der oder die Gewinnerin des Sketch Dragons heißt Felix Schwindel. Fix 200. Du hast gewonnen. Ich kopiere deinen User oder 2001. Wir kopieren den User, wir rennen zur Mailbox, wir drücken auf Send, wir tippen deinen Username ein, hauen hier Glückwunsch rein. Jetzt gibt's hier den Sketch Dragon einmal für dich, 8,34 Millionen wert. Viel Spaß damit. Ich hoffe, die anderen sind jetzt nicht zu traurig. Wir machen nämlich ja jetzt direkt weiter mit dem nächsten Giveaway. Und zwar verlosen wir zum nächsten Video einfach mal 10 Millionen Gems. Da kann dann der Gewinner sich damit kaufen, was er möchte. Eventuell ja auch, wenn man auf einen Huge spart, ein bisschen eine kleine Finanzspritze geben. Und zwar alles, was ihr dafür tun müsst. Meinen Kanal abonnieren, dieses Video liken und in die Kommentare euren Roblox-User zu schreiben. Ich wünsche allen von euch viel Glück und eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, hauen Sie rein. Und ciao, Leute!